whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in der Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Warum staube ich mich hier so ab? Nun, jeder muss vor Weihnachten, und wir schreiben jetzt kurz vor Weihnachten, bei uns ins Lager und Pakete packen und die Styroporflocken, mit denen wir unsere Flaschen gegen Beschädigungen schützen, na, die geben so einen Staub ab. Und da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel auf seiner Kleidung behält, wenn man hier ein Video dreht. So, heute habe ich Ihnen eine besondere Flasche mitgebracht, und zwar eine Flasche, die sehr, sehr gerne als Geschenk vor Weihnachten Verwendung findet. Und zwar den Chivas Regal mit 18 Jahren. Nun, wer kennt ihn nicht? Der Chivas Regal mit 12 Jahren ist der zweitmeistverkaufte Blended Scotch Whisky der Welt. Allen voran Johnny Walker Red Label, aber als Nummer 2 kommt dann gleich der Chivas Regal hinterher. Und da wir uns hier mit einfachen Blends nicht abgeben, habe ich mir gleich die größere, stärkere, ältere, vollere, teurere Flasche mit 18 Jahren mitgebracht. Und die wollen wir jetzt probieren. Wie gesagt, es ist ein Blended Whisky, das heißt also eine Zusammenstellung aus Malt Whiskys und Grain Whiskys zu einem komplexen Ganzen. Und das erinnert mich daran, wie ich 1995 in Paisley, das ist ein Stadtteil von Glasgow, die Chivas & Glenlivet Group besichtigt habe. Da habe ich auch das Bottling Plant von Chivas, 12 Jahre, besichtigt. Und da blende ich Ihnen hier mal ein Bild ein von diesem Bottling Plant. War ganz toll zu sehen, und besonders beeindruckend sind die riesigen Vetting Behälter, also die Vats, in denen die Mischung von dem Chivas Regal angerührt, wenn man so sagen will, werden. Da gehen also bis zu 140.000 Litern in einen Tank rein, und jede Sekunde verlässt eine Flasche diese Taktstraße, und sie haben gerade 4 oder 5 Taktstraßen nebeneinander. Also ein gewaltiges Bild für einen gewaltigen Whisky, und wir kümmern uns heute um eine Klasse besser, um den 18-Jährigen, wobei ich vorneweg gleich bei all den Lobesreden, die ich hier halte, ein bisschen mich wieder zurücknehmen muss. Ich mag nicht so gerne Blends, und vor allem nicht, wenn sie so einen leicht bitteren Grain-Geschmack drin haben. Und der kommt bei mir immer in den Vordergrund, den spüre ich immer, wenn zu viel Grain-Whisky drin ist. Nun, in einem 18-Jährigen Chivas Regal sollte also nicht zu viel Grain drin sein, weil hier gibt man dem Genießer ja ein bisschen mehr Volumen und Aroma. So, ja, es gibt vom Chivas noch ganz tolle weitere Abfüllungen. Den Royal Salute, das ist in der Karaffe, Keramikkaraffe, 100 Euro die Flasche, wird gerne auch geschenkt, wenn Ihnen also die mit 18 Jahren zu popelig ist, kostet so knapp 50 Euro. Nehmen Sie den, oder dann als absolute Krönung den 25-jährigen Chivas Regal. Den gibt es ganz, ganz selten. Der liegt dann schon an die 200 Euro. Auch das gibt es. Der zweit am meisten verlangte Scotch Whisky auf der Welt. Oder ist das gar sogar Whisky? Ich glaube sogar überhaupt Whisky. Der darf dann auch schon mal etwas für die besseren Kundschaften für besondere Gelegenheiten anbieten. Und wie ich so bei YouTube so ein bisschen nachgucke und nachlese, finde ich tatsächlich ein Video über ein Tasting vom Chivas Regal bei, wie hieß der, muss ich jetzt ablesen, Booze Reviews. Das scheinen mir irgendwelche Verkoster in Manhattan zu sein, nennen sich Black and White. Das ist ein Schwarzer und ein Weißer, die dort Whisky verkosten. Nicht nur Whisky, vor allem verkosten sie Wein. Und der nennt den Chivas Regal, nennt der Chivas Regal. Bis ich das verstanden habe, was der gemeint hat. Irre. Hier blende ich Ihnen mal das Video ein. Tja. Gut. Das ist das. Das war das. Ja. Und jetzt machen wir die Flasche auf. Sehr wertige Geschenkverpackung. Tolle Flasche. Tolle Farbe, aber Achtung, ich glaube, der ist zur Vereinheitlichung der Farbgebung etwas gefärbt. So, und da geht's auf. Ich hatte diese Flasche schon mal vor bestimmt 6, 8 Jahren offen. Ich erinnere mich
relativ wenig da dran, weil ich vergleichsweise wenig von dieser Flasche bekommen habe. Da waren dann immer Freunde da, die sich mehr für den Inhalt interessiert haben. Ist halt ein bekannter Whisky. Ne? Oh, am Korken ist gleich ordentlich Sherry. So. Was gibt es denn zum Chivas noch zu sagen? Ja, früher gehörte die Chivas and Glenlivet Group zu Seagram's, der Familie Bronfman aus Kanada, war damals das größte Spirituosenunternehmen der Welt. Und in diesem Spirituosenunternehmen der Welt machte ein Alexander Ricard, machte dort Praktikum von diesen Anis-Schnaps-Herstellern. Und 30 Jahre später hat Pernod Ricard Seagram's übernommen, zumindest Teile daraus und auch die Chivas and Glenlivet Group. Und so hat praktisch der Praktikant damals in dem Unternehmen dann das ganze Unternehmen gekauft. Eine kleine Anekdote am Rande. So, nun riechen wir mal da dran. Ganz vorne, ganz deutlich, sehr viel Karamell, verbunden mit dem Sherry, den man schon am Korken riechen konnte. Und dahinter eine ordentliche Fruchtigkeit und Malzigkeit. Und da muss ich jetzt darauf hinweisen, einer der Lead Malts in diesem Chivas ist der Strathyla, die Brennerei Strathyla in den Highlands, nennt sich auch als Beinamen Home of the Chivas. Und dann wende ich Ihnen mal hier einen Link zu dem 12-jährigen Strathyla Original ein. Und dann habe ich auch da mal einen ganz, ganz alten Strathyla probiert, allerdings eine unabhängige Abfüllung. Strathyla 40 Jahre und ich meine, ich habe noch einen mit, was 1960 probiert. Oder war es 1967? Nee, ich glaube, es war 1960. Da habe ich dann hier noch ein Video für Sie. Strathyla ist also ein sehr typischer Highland Whisky. Malzig, fruchtig, tolle Sache. Und das riecht man hier ebenfalls. Ich meine auch einen Hauch von Rauch zu spüren. Und aus den Sherryfässern eine ordentliche Schokolade. Und dahinter meldet sich schon der Grain Whisky, der für mich jetzt diesen Whisky ein bisschen auf die falsche Fährte führt. Ja, und der drängt sich mehr und mehr in den Vordergrund zusammen mit einer leichten alkoholischen Note. Lassen Sie mich mal schauen, wie viel Volumenprozente der hat. 40. Also da sollte so viel alkoholische Note nicht durchkommen. Ja, nun probieren wir. Oh, Chivas Regal. Bis dahinter prickeln auf der Zunge Eiche und dieser ganz leicht bittere Grain. Nee, nix für mich. Aber von der Gesamtform als solches, von der Komplexität, von den verschiedenen Aromen, mit dem Sherry, dem ganz zarten Rauch, starkem Karamell, der Schokolade dazu und dem Wechselspiel zwischen einem süßen Nachgeschmack und dieser zarten Bitterkeit, das hat schon was, aber für mich ist der Grain etwas zu stark. Ja, das ist aber nur für mich so. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn Sie bei uns im Shopsystem sich nach dieser Flasche umschauen, auch wenn ich sie persönlich nicht zu 100%ig mag. Herzlichen Dank.